Guten Tag, hier spricht wieder euer Name, ich bin leider die Kriegerin Slayer und die Mentorin von Reiki. Leute. Oh Mann, unsere Mentorin ging's echt nicht. Die war ein bisschen, war gut, aber unsere Schülerin ging's echt nicht so schön. Das war ein bisschen traurig, der Ende, fand ich. Aber Mann, oh Mann, das ist sowas von heftig. Eigentlich gibt's jetzt keinen Sieger und Verlierer. Durch diesen Kampf, den wir jetzt geführt haben, gibt's echt keine Sieger und Verlierer. Eigentlich nur Verlierer fast so. Das ist so nervig, Leute. Und so traurig eigentlich, ja. Dass es nur Verlierer gibt, Leute. Das ist mal richtig traurig durch das, was man alles gehört hat und so. Aber wir müssen einfach weiter kämpfen, Leute. Das ist das Wichtigste. Kämpfen und wieder kämpfen. Und nie aufgeben, Leute, nicht aufgeben. Auch wenn der Kampf vielleicht nicht zu schaffen ist. Kämpf weiter. Man weiß nie, ob man trotzdem den Kampf gewinnt. Und das ist das Wichtigste. Immer kämpfen, kämpfen und nochmal kämpfen. Das ist das Wichtigste, Leute. Man schafft alles, wenn man nur kämpft, Leute. Wenn man schon gleich aufgibt, dann bringt's auch nichts, Leute, zu kämpfen. Find ich. Könnt ihr das denken, könnt ihr sagen, wie ihr wollt, aber ich find's so an. Man soll immer weiter kämpfen. Und das ist immer das Wichtigste, Leute. So Leute, und jetzt gehen wir mal wieder in unserem Zentrum rein und schauen mal, was jetzt abgeht. Mal wieder besprechen. Doch keine Besprechung. Unsere Mentorin will was von uns. Okay, dann sprechen wir mit unserer Mentorin. Ja, das ist eine gute, die braucht Kampferfahrung. So, jemand braucht immer Kämpferfahrung, das ist wichtig gegen die Ori. Und hoffentlich können dann die Oki noch dazu. Und dann wäre es halt sau gut, Leute. So, jetzt kommen die neuen Missionen. Gegen einen Blade Wind kämpfen wir. Dann werde ich aber sagen, wir nehmen Simi. Reiki kommt eh. Alter, jetzt haben wir ein neues Team, Leute. So Leute, jetzt kämpfen wir mal ein bisschen wieder. Das werde jetzt spaßig machen mit zwei neuen Charakteren. Die tun wir jetzt ein bisschen trainieren, unsere Schülerin.
Oha. Mal gucken, wie gut die sein. Das wird jetzt nur spannend, die zwei neue. Ich finde diese Map sau cool, der Kampf, die Kampfarena. Finde ich sau gute Kampfarena hier, Leute. Oh, und die kämpft auch nicht so schlecht. Eine Fernwaffe ist ihm nicht schlecht dann eigentlich immer wieder. Schieß weiter, nimm. Wir machen das schon vorne. Es ist auch gut, dass wir jetzt wieder eine gute Fernschützin haben. Und das? Okay, was war denn? Wow! Das war jetzt ein Fight, Leute. Ich finde die Hoffnung, dass wir jetzt endlich ein neues Team haben, immer gut. Eigentlich drei erfahrene Kämpfer. Drei erfahrene Kämpferinnen und eine Schülerin, die eine gute Kämpferin werden will. War es dann immer gut so zur Sache, Leute. Oh ne, das wird so ein schwerer Kampf, Leute. Wenn sie die schon übersteht, gut Leute. Dann kann sie auf was Höheres gehen, unser Schülerin Reiki. Und vielleicht wird sie so eine große Kriegerin, die Reike. So wie unsere Slayerin. Und das ist immer schön, wenn man immer neue Schüler ausbilden kann. Bei mir in der Nacht wurden ja rausgebildet, Leute. Und darum jetzt sind wir ja so stark, Leute.
Aber sie ist echt gut, muss man schon sagen. Wir haben ja auch eigentlich eine Mentorin gehabt, das war ja die Oga, oder? Oder wie sie ausgesprochen wird. Jetzt ist sie ja sozusagen nicht mehr unsere Mentorin. Jetzt sind wir Mentor. Wir bilden sie so gut aus, wie nie ausgebildet werden wurden. Und das ist immer das Schönste, so ausgebildet zu werden, wie wir gewesen sind. Und Kampf ist immer das beste Training, Leute. Man kann so viel trainieren, wie man will. Aber ein Kampf bringt bedeutend mehr, Leute. Aber jetzt müssen wir langsam aufpassen, dass wir nicht sterben. Boah, Alter, was für ein Fight hier, Leute. Das ist schon ein heftiger Fight, finde ich. Den wir hier haben. So Leute, immer groß auf Training. Alle unsere Schülerin macht es aber sehr gut, Leute. Muss man schon sagen, die Reike, die macht sich schon gut. Die wird wahrscheinlich eine gute Kämpferin, Leute. Wenn sie bei uns gleich hier in diesem Village, aber nicht zu dem Typ hier zurück. Zu uns, zum anderen Sensei oder Kriegsherr oder wie das, was das ist. Wow, das war wieder ein schneller Sieg, Leute.
Aber wir haben wieder super gut gekämpft mit Leona, der Rege, Flair und unser Ogamo. So Leute, holen wir noch das Material hier. War auch schon heftig, aber es waren schöne Kämpfe wieder, Leute. Und ein neues Streamteam vielleicht, aber werden wir bald sehen, ob wie lange wir das Team behalten. Was die anderen zwei Fans mit uns vorhaben. Und das ist halt immer das Nervige, man weiß nie, was sie mit uns vorhaben. So werden wir es hoffentlich haben, eine gute Show, dieses Team aufzubauen und die neue Schülerin ziemlich stark zu machen, weil es wichtig ist. Und uns immer stärker machen, wir brauchen Levelpunkte. Und ja, das sind halt manchmal Missionen, wo man halt kämpfen müssen, sind das. Wir hoffen endlich noch ein bisschen kämpfen können. Nein, geht immer noch nicht. Das nervt mich jetzt so extrem. Dass wir immer nicht stark kämpfen können. Wir brauchen noch einen Fatalstiegel. Okay, gucken wir mal, ob er das für einen Fatalstiegel hat. Also krieg ich mir das komische Fatalsticker her. Das würde ich mich nur sau interessieren, Leute. Wo wir das herkriegen wieder noch. Das Einzige, was wir noch brauchen, dann können wir unsere Waffe wieder upgraden. Das ist halt immer wichtig. Upgrade, upgraden, upgraden. Das ist das Wichtigste, Leute. Unser Sensato ist wieder da. Macht auch mal eine kleine Pause. Oh, ich habe es nicht gesehen. Ja, leider, das ist wieder Zeit hier. Hoffentlich kriegen wir endlich mal so ein Fatalstick. Weil die brauchen wir, um endlich unsere Waffe aufzuleveln. Hoffentlich finden wir die irgendwann noch. Dann schicken wir mal, gucken, wo wir es sein können. Gehen wir mal hier hin. Oh Mann, was für ein. Das ist so saublöd, das ist ein. Oh! Ach so, wie ich sag, könnt ihr jemand lesen, Pause machen und dann lesen. Homemade-Snick immer geht. Oh, jetzt endlich die Nachrichten vom Snake. Von einem Utaktinus.
Aber somit sagt euer Peter Game nach wieder tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.